Hoffentlich morgen ein paar Leute mehr stehen. Ich habe immer bei jeder Demo immer so total Angst, dass ich wenn ich alleine stehe mit meiner Orga-Gruppe und einen Kaffee trinke mit der Polizei oder so. Ich erwarte, dass auf jeden Fall hammer viele Leute kommen, dass wir zusammen ein Zeichen setzen. Mein Job beim Orga-Team ist, die Orga-Treffen zu organisieren, mich um ganz viele andere Gruppen noch zu kümmern, weil jeder Einzelne von unserem Orga-Team so viel macht und dass wir das alle appreciaten. Ja. Stolz sein, dass man so ein Teil dieser Bewegung ist und man einfach weiß, okay, es ist jetzt nicht nur eine Demo oder zwei Demos, wirklich weltweit in über 2000 verschiedenen Orten oder Städten. Das ist schon Wahnsinn. Also, ich freue mich darüber, dass sich so viele junge Menschen für unsere Zukunft hier einsetzen und ihre Freizeit dafür opfern und ja, sich einfach hier durchkämpfen, obwohl viele Erwachsene sagen, es ist nicht gut oder sich dagegen stellen und sie einfach durchkämpfen und so mutig sind und stark sind. Also wir persönlich als Orga-Team achten zum Beispiel darauf, dass wir uns immer so treffen, dass wir zu Fuß hinkommen oder mit dem Fahrrad. Das finde ich halt wichtig, dass wir auch auf die Umwelt mit achten, dass wir nicht unnötig irgendwelche Sticker produzieren, sondern auch nur so viele, die wir auch wirklich brauchen. Recycelbares Papier nutzen für Flyer, für Plakate, so dass man das mit einbringt. Jeder Einzelne kann etwas bewegen, egal wie jung oder wie alt, egal ob groß oder klein. Wir laden euch ein, Politiker, Eltern und Lehrer, macht mit. Retten wir gemeinsam unsere Zukunft. Macht es wie wir. Werdet erwachsen. Ich habe zwei Kinder. Meine große Tochter ist hier heute auch dabei. War auch letztes Mal schon da. Und ja, ich dachte mir, wir als Eltern müssen das eigentlich auch unterstützen, weil das Anliegen absolut richtig ist, wofür sie hier stehen. Nämlich, dass sie auch eine Zukunft haben wollen auf einem Planeten, der noch lebenswert ist. Und wir setzen hiermit ein Zeichen. Also seid laut, schreit. Zusammen sind wir nämlich eine Gemeinschaft und schaffen das und erreichen unser Ziel. Wir sind hier, wir sind laut, weil die Ost die Zukunft klaut. Das ist das einzig Richtige, was ihr da tut, denn es ist jetzt einfach noch ein ganz kleines Fenster der Möglichkeit, was wir haben, um unsere Erde zu retten. Und ja, die Jugendlichen, die mobilisieren sich jetzt einfach und sie macht genau das Richtige, dass sie damit macht. Und ja, und wir wollen sie unterstützen. Mich persönlich freut es total, dass meine Mutter auch dabei ist. Bei anderen Leuten sieht es dann auch manchmal echt anders aus. Da habe ich schon so viele Telefonate mit irgendwelchen Eltern geführt, die ich überzeugen sollte. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft habt. Und die Frage, wo es hingeht, die stellen wir uns schon seit ein paar Wochen. Wie geht es jetzt weiter? Fridays for Future ist momentan quasi mein Leben. Also ich investiere da so viel Lebenszeit von mir rein und ich liebe das und ich liebe auch diesen Stress. Ich komme manchmal total an meine Grenzen, aber das ist das, wofür ich stehe. Es ist eigentlich ziemlich hammergut gelaufen. Ich bin übelst glücklich, wie viele Leute gekommen sind. Es waren doch wieder über 1000. Genau, weitere Demos machen so lange, bis sich irgendwas ändert. Und einfach nicht aufhören, weiterkämpfen. Aber es hat sich mega gelohnt. Und auch zu wissen, dass auf der ganzen Welt überall die Leute auch, die ganzen Schüler auf den Straßen waren, ist einfach grandios.